Stellt euch das als super Sci-Fi-Soundtrack vor. Hi, herzlich willkommen zurück im Freispiel. Herzlich willkommen zurück zu Wir stellen euch kurz mal die Nominierten zum Spiel des Jahres 2020 vor. Wir sind wieder beim Kellerspiel. Die Crew reist gemeinsam zum neunten Planeten. Ist bei Cosmos erschienen und ist nominiert zum Kennerspiel des Jahres. Was ist jetzt die Crew? Die Crew ist ein Stichspiel, das kooperativ funktioniert. Da gibt es nur sehr, sehr wenige von. Tatsächlich kennen wir nur ein anderes. Und das geht auch ausschließlich mit drei Spielern. Und genau, das ist mal wieder ein Beweis für, man muss nicht das Rad neu erfinden, um eine Kritikerjury zu überzeugen, dass man ein tolles Spiel gemacht hat. Die Crew ist letztlich, das sagen immer viele, ach, das ist ja wie Wizard, nur in zusammen. Und genau das ist es. Es ist ein Stichspiel, bei dem man nicht einfach wie beim Skat drauf guckt, ich mache möglichst viele Stiche, sondern sehr genau überlegen muss, wie viele Stiche mache ich, wie viele Stiche könnte der Mitspieler machen oder die Mitspieler machen. Und das macht das sehr, sehr interessant. Grundsätzlich eben eine Crew reist zum Planeten, merkt ihr schon, da steckt irgendwie eine Story mit hinter. Und die Story, die steckt auf der Rückseite der Anleitung, da ist ein Logbuch und in diesem Logbuch sind 50 verschiedene Missionen. Ne? Das ist eine Geschichte, die sich durcherzählt über diese 50 Missionen und die Missionen geben jeweils hier auf der rechten Seite vor, was wir mit unseren Stichen zu tun haben. Grundsätzlich ist es wie bei vielen Stichspielen, wir haben vier verschiedene Farben, blau, gelb, grün, rosa. Und wenn ich jetzt am Zug bin, spiele ich halt eine Karte aus. Die anderen müssen in derselben Farbe da auch Karten reinlegen. Wer die höchste Karte gespielt hat, bekommt den Stich. Es gibt dann die Möglichkeit, natürlich abzuwerfen. Wenn ich die Farbe nicht habe, kann ich dann andere Farben reinschmeißen. Dann sind die Karten einfach weg, verloren. Zum Beispiel, weiß ich nicht, jetzt, ich habe hier nur eine grüne. Kann sein, dass ich da einfach schnell blank drauf sein will, damit ich besser reagieren kann auf andere Sachen. Schmeiße ich die dann irgendwie weg. So, und dann gibt es fünfte Spielfarbe, Trümpfe. Hier gibt es nicht wie die anderen Karten von 1 bis 9, sondern von 1 bis 4. Also es gibt insgesamt 4 Trümpfe im Spiel, das sind diese Raketen. Und wer auch immer nach dem Austeilen der Karten die Vierer-Rakete auf der Hand hat, wird zum Startspieler, der sogenannte Captain. Kriegt hier so einen Captain-Marker, damit ist klar, ich bin hier der Chef. Und dann gucken wir jetzt hier nach, was ist in unserer Mission los. Ja, das könnten wir zum Beispiel hier in Mission 14, da wäre das so, dass wir 4 von diesen kleinen Karten aufdecken. Da sind nämlich alle Karten, die im Spiel sind, abgesehen von den Trümpfen, nochmal in klein vorhanden. Also pinke 7. Da decken wir jetzt 4 Stück von auf und legen auf die ersten 3 so Marker drauf. Da ist der Dreier. So. Und die sagen uns jetzt, was hier Sache ist. Nämlich beginnt beim Kapitän, sucht sich hier jeder so eine Karte aus. Könnte man, das tun wir doch mal schlau. Ich nehme mir mal hier die grüne 5. So, ne, und jetzt nimmt sich jeder Spieler hier so eine Karte. Und das bedeutet jetzt, dass die Spieler, bei denen die Karten liegen, das ist in meinem Fall hier die grüne 5, ich muss den Stich gewinnen, in dem die grüne 5 reingespielt wird. Ja. Der Spieler hier muss den Stich kriegen, in dem die blaue 8 ist. Das ist völlig egal, ob er selbst die blaue 8 gespielt hat. Das ist auch völlig egal, ob es ein blauer Stich ist, wenn er zum Beispiel mit Trümpfen das übernimmt. Hauptsache, er hat, wenn wir unsere Stiche runtergespielt haben, die blaue 8 gefangen. Ja, also so wird dann definiert, wer muss welche Karte kriegen. Das wird eben reihum gepickt und dann sind diese Marker nochmal so eine spezielle Sache. Ne? Es gibt zum Beispiel welche mit 1 bis 5, da sind einfach Zahlen drauf. Wenn jetzt das auf einer Karte liegt, heißt das, das muss der erste von diesen 4 Stichen sein. Ja, wenn das hier die 1 ist, müssten wir den zuerst machen. Ja, dann gibt es einen 2., 3., 4., 5. Es gibt, das hier muss unbedingt der letzte sein, logischerweise, das Omega. Jetzt in dem Fall haben wir diese Pfeilmarker, die einfach sagen, dieser Stich muss vor diesem gemacht werden und der muss vor dem gemacht werden. Wann der in der Reihenfolge fällt, ist völlig egal, aber die drei müssen in Reihenfolge stattfinden. Das klingt jetzt erstmal relativ simpel, aber der Clou dabei ist, dass wir, wie bei vielen kooperativen Spielen, nicht über unsere Hand reden dürfen. Ich kann nicht sagen, hey, ich habe viele gelbe
ich nehme den, weil ich, ne? Oder kann ich sagen, ich nehme die blaue 8, weil ich die blaue 9 habe und dann könnt ihr die reinschmeißen. Da dürfen wir nicht drüber reden. Es gibt eine Form der Kommunikation, die meistens erlaubt ist. Missionen können das eigentlich verbieten. Nämlich darf ich eine Karte aus meiner Hand auf den Tisch legen. Ich nehme dann so eine Platzhalterkarte, damit ich das nicht vergesse, dass ich eine weitere Karte habe. Und sagen, hier, das ist meine einzige in der Farbe. Ich kann sagen, indem ich es oben hinlege, das ist meine höchste der Farbe. Das heißt, dann wissen alle, ich habe mehrere Pinkelkarten und das hier ist meine höchste. Oder ich kann sagen, das ist meine niedrigste in der Farbe. Also die höchste, die einzige oder die niedrigste. Das darf man kommunizieren, und zwar genau einmal pro Runde. Also ich kann jetzt nicht, wenn die dann nachher gespielt wurde, darf ich nicht den nochmal benutzen, um eine weitere Karte damit zu definieren. Und das darf ich eben auch nur, wenn die Mission das erlaubt. Es kann sein, dass sie das verbieten. Und wie das immer so ist bei Sachen, die irgendwie eine Geschichte mitbringen, es wird natürlich immer schwerer und schwerer und schwerer. Das fängt ganz simpel an und dann kommen eben diese Sachen rein, dass man in einer bestimmten Reihenfolge stechen muss oder der Kapitän darf nicht kommunizieren oder, oder. Das ist das, was das spannend macht. Der Witz ist, man denkt, oh ja, klar, klar, super, ist ein kleines Stichspiel. Spielen wir mal kurz irgendwie als Absacker und dann, nee, zack, ist plötzlich abendfüllend. Also wir haben jetzt mehrere Abende gehabt, an denen nachher 20 bis 30 Partien von den Dingen gespielt wurden, weil das ein Riesenreiz ist, das zu versuchen, das hinzukriegen, was das Spiel einem vorgibt. Wie gesagt, nichts Neues, stinknormales Stichspiel und durch diesen Kniff, dass es gemeinsam ist und das Spiel vorgibt, wie Stiche zu machen sind, dann plötzlich ein völlig neues Spielgefühl. Hat uns wirklich überzeugt, genauso wie tatsächlich alle, also die Nominierungsliste dieses Jahr ist toll. Genau, die Crew, schaut euch das mal an, ist ein hervorragendes Spiel und ja, bleibt uns erhalten. Ne? Schaut weiter unsere Videos, habt Spaß mit Spielen. Ich sag danke und tschüss.